Hallo, liebe MOBA-Freunde. Wieder eine Woche vorbei. Das ist neue Anlage Teil 27. Das bedeutet, ich bin mehr als ein halbes Jahr dabei, meine neue Anlage zu bauen. So langsam, jede Woche, kommen wir wieder einen Schritt weiter an, was es sein sollte. Zum Glück dauert alles. Und wenn ein MOBA fertig ist, ist die Spaß vorbei. Von mir jedenfalls. Das Fahren mit einem Zug bringt ganz viel Spaß. Aber um ganz ehrlich zu sein, das Bauen bringt mir noch viel mehr Spaß. Auszudenken, wie mache ich das und wie mache ich das. Und alle Freunde, die man jede Woche wieder trifft, in die Kommentare. Das macht die Ritt für mich an diesen Modellbahn. Was ist die letzte Woche? Was habe ich so alles gemacht? Ihr weißt, ich habe vor einem Woche 3-4 zurück von Marcel und Charlotte ein kleines Diorama bekommen. Und das kleine Diorama hat natürlich einen ganz wichtigen Platz bei mir auf die Anlage bekommen. Ihr seht hier Sauna Charlotte. Und die Kellnerin vom Sauna ruft die Leute, dass das Essen, das Mittagessen fertig ist. Aber die sind alle noch beschäftigt mit der Sonne, mit dem Freibad und mit das Braunwerden. Also blieb mir nichts anderes übrig, dann weiterzubauen. Weiterzubauen an diesen Sauna Charlotte. Und mittlerweile ist die fertig. Auch die Gleisstraße hat eine Schotte bekommen, wie man letzte Woche gesehen hat. Und langsam auch ist das Grün dazugekommen. Dann soll man sagen, ja, das Grün, das hat man auch ganz schnell fertig. Ist das alles, was du letzte Woche gemacht hast? Und dazu muss ich dann sagen, nein, das stimmt nicht. Ich habe etwas mehr gemacht. Und wenn ich dann langsam runtergehe mit meiner Kamera, sieht man, dass die Brücke sich erweitert hat bis zum Anlagerand. Anlagerand sollte man sagen. Ja, Anlagerand. Meine Anlage bekommt einen Schutzrand, sodass kleine Finger nicht Zugriff haben auf alle Zugen, die da vorbeikommen. Aber gucken können die. Ich habe hier überall in meiner Anlagerand Fenster reingebaut. Mit Verglasung drin. Und ist das das einzige Teil? Nein, hier in dem Radio geht es weiter. Ja, Radio natürlich. Ich liebe Musik. So kann ich die ganze Zeit Musik hören. Und wenn es sein muss, gibt es auch Fernsehen. Und da geht es weiter. Hier habe ich mein Bahnfahrpult. Das ist ein Konrad-Fahrpult, die ich benutze. Und die ist abnehmbar. Da habe ich eine spezielle Haltung vorgebaut. An dieser Seite eine, an der anderen Seite kommt auch eine, auf ist eine. Aber die kommt auch später. Und dann hier geht es weiter. Also die rechte Teil von meinen Anlage ist fertig. Was die Rand angeht. Hier ist mein An und Aus. Hier geht die ganze Anlage, wird hiermit angeschaltet und auch ausgeschaltet. Und wenn mein kleiner Freund Finn da ist und wir spielen gemeinsam mit unseren Anlage, dann fahre ich mit diesem Fahrpult und mein Freund Finn benutzt diesen, um seine Rangieraufgaben zu machen. Also ich fahre zum Beispiel einen Güterzug im Bahnhof Rhein und mein kleiner Freund Finn, unser Betreuungskind, 8 Jahre alt, fährt dann
diesen Güterzug irgendwo auf die Rentiergleisen, die hier oben sind. Und das macht eine Menge Spaß. Gemeinsam auf eine Anlage bauen und Anlage fahren. Und mit beide ist sie da und hilft mir. Und ich glaube, so muss man da auch die Jugend mit in den Modellbahn reinziehen. Nicht nur fahren, ihr helft auch mitbauen. Alles, was ich machen kann, an Schrauben, Nageln, mit ist Finn dabei. Also, diesen Anlagenrand von hier bis da, das Teil ist fest. Ja, wie kommt man dann an den die Zug, sollte man sagen? Ich kann da unten, da ist ein Loch, habe ich immer Zugriff zu diesem Teil von der Anlage. Und da von hinten, da habe ich auch Zugriff. Also dieses Teil ist immer erreichbar. Was soll man sagen, wie kommt man denn hier, in diesen Ecke dran? Dieses Teil hier, wenn ich diese Schraube da rausnehme, kann ich das Teil einfach rausnehmen. Kann ich hochziehen und dann habe ich wieder Zugriff zu meiner Züge. Diesen Teil hier, so, von hier bis da, da an kommt meine Gelände. Und natürlich geht es hier oben auch weiter. So, hier oben. Aber diesen Vorderteil bleibt ausnehmbar. Also von hier an dieser Seite habe ich immer Zugriff zu meiner Züge. Und von der anderen Seite aus, von aus die Ecke da, vielleicht wenn ich meine Kamera etwas höher drehe, kann man sehen, dass da hinten auch immer Zugriff ist. Ich kann einfach unter die Anlage durch und habe da genügend Platz, um meine Züge wieder, wenn die mal entgleisen sollten, auf die Anlage zurückfahren zu lassen. Die Brücke hat seine Stützmauern bekommen an beide Seiten. So, und zum Schluss wird es mal Zeit, dass wir wieder mal einen Zug fahren lassen. Dieses Mal ist das die 1655 von den niederländischen Spurwegen mit einem Nachtzug, die Eier verschwindet im Schattenbahnhof. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß mit MOBA und ich habe meinen Spaß hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.